Hey Leute, willkommen zurück zu Knock on the Coffin Lid. Wir haben noch 194 Leben, was jetzt erstmal nach viel ausschaut und 740 Gold, was halt auch nach viel ausschaut. Aber wenn ich mir das hier so angucke, wie viel Platz davor noch ist, könnte das vielleicht später noch mehr werden. Gut, wir gucken mal. So, auf jeden Fall, wir können nicht ganz direkt hier hingehen, sondern direkten Weg so wirklich gibt es nicht, sondern wir müssen halt auf jeden Fall auch außen rum. Okay, dann haben wir jetzt hier... Was haben wir denn jetzt hier? Einen Schatz. Gut, das kennen wir ja schon. Gold und scharfer Dolch. Meucheln, brennt, fügt 10 Schaden zu, setzt die Kosten. Ja, das kennen wir ja schon. Zu Beginn der Runde erhältst du entweder ein Ausweichen oder 4 Ausbluten. Die Lieblingswaffe aller Räuber und Attentäter. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal gesehen. Schwert der Schwäche. Wenn du HP-Schaden zufügst, fügst du eine Schwäche zu. Saugt Feinden die Kraft aus. Das ist ja auch sehr... Das ist schon ziemlich cool. Vor allen Dingen im Kontext, dass ich ja schon so auf Stärke setze. Und es dauert halt ein bisschen, bis wir Stärke zusammen haben. Und wenn ich so halt noch den Schaden minimieren kann, dann wäre das durchaus, glaube ich, im ersten Moment, würde ich sagen, eine Option. Stiefel des Gleichgewichts. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Also ja... Schwert der Schwäche. Das wäre vielleicht was. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Das war der Dolch. Gibt auch Stärke, aber durch die anderen Sachen kriegen wir mehr Stärke. Ich würde schon sagen, so als Defensivoption ist das Schwert der Schwäche gar nicht mal so eine blöde Idee. Dann können wir das auf jeden Fall auch schon ausrüsten. Kein Platz für Schwäche. Fügt 8 Schaden zu, wenn das Ziel Schwäche hat, werden 24 Schaden zugefügt und die Schwäche halbiert. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das mal und ich muss mal gucken beim nächsten Händler, dass ich hier so Sachen verkaufe. Das ist halt auch die Frage, ne? Sollte man lieber die Sachen verkaufen oder erst noch aufheben? Weil das sind ja Set-Items zum Teil. Schaden durch Brennen wird ignoriert, gewährt Immunität gegen Gift, deswegen... Oder zumindest, dass ich die Set-Items behalte, auch wenn ich... Das ist ja bisher auch nur eins. Das Brustteil hier. Dreier-Set gewährt Immunität gegen Gift, Ausbluten, Gifthauchsäure und solche, solange der Charakter Brennen hat. Was meint der denn jetzt genau mit Brennen? Meint der einen Debuff, der Brennen heißt? Ich glaube es fast. So. Hier mein Event. Und das sieht halt vom Artstyle. Ich kann, ich sag's immer wieder, ja, ich weiß, aber es sieht halt so fantastisch aus. Und auch dieses Movement, diese Bewegung von den Charakteren, auch wenn das eigentlich mehr oder weniger Bild ist, das ist halt so gut umgesetzt. Das ist jetzt das letzte Mal, ich... Kannst es zwar nicht versprechen, aber ich sage jetzt einfach mal, das ist das letzte Mal, dass ich das erwähne. Der Pförtner. Am Eingang des Palastes wurde ich vom Pförtner begrüßt. Er sah kaum wie ein Mensch aus und ich war erschrocken, als ich eine menschliche Stimme hörte. In wahrer Dämonengestalt verlangte er 500 Münzen, um mich freizukaufen. Er kümmerte sich wenig um den Dienst an seinem Herrn. Manchmal sind Dämonen und Menschen gar nicht so verschieden. 500 Münzen, wir haben 800. Ganz ehrlich, da kämpfe ich lieber. Sie hatten nicht genug Geld, sie hätten falschen können. Nein, konnte ich ja nicht. Also, außerdem können wir dann auch mal gucken, was der so kann. 250 Leben. Und du willst direkt Schaden machen. Verleiht Blocken, Stärke und Beweglichkeit, fügt Schaden zu. Das ist Schaden und Buffen in einem. Verstehe ich das richtig? Zorn. Das Ausspielen von zwei Karten des gleichen Typs in einer Reihe ändert die Absicht zu Wirbelwind. Das klingt irgendwie nach Flächenschaden. Wir haben halt keinen Begleiter, aber hey. Angreifer verlieren 1 HP pro Stachel. Das ist ja super doof. Das ist ja mal richtig blöd. So, ich nehme jetzt erstmal Kampflust und Abwehr. Und den ersten Angriff konnten wir wieder blocken. Ich hätte jetzt auch direkt was anderes spielen können. Wobei,
Nee, dann hätte das wahrscheinlich die Dorn hätte das weggemacht und dann hätte er uns hier damit Schaden gemacht. Also war das so schon doch schon richtig. So. Verleiht am Ende jeder Runde 10 Blocken. Das klingt schon mal ziemlich gut, auch wenn er hier schon 22 Schaden macht. Wir können jetzt eh nicht so viel machen. Kann nicht abgelegt werden. Infektion, verbrennen. Wenn sie. Ach, das war mit verbrennen. Okay, ja, wir spielen mal abhärten und wir spielen Rüstung. Dann kann ich Infektion 2 jetzt nicht mehr spielen. Beziehungsweise, wir können auch mal Abwehr spielen. 17 mal, ja. Autsch. Also das erste Kapitel, das zweite Kapitel, ich glaube, das ist jetzt das dritte. Die waren, also der Anfang war ja total Pillepalle. Aber jetzt, wenn du da 17 mal 3 steht, dann mache ich mir so langsam Sorgen. Auch wenn wir jetzt 230 Leben haben. Aber es ist halt im Vergleich zu anderen Kartenspielen, das sind halt echt größere Zahlen. Ich glaube, vielleicht schätze ich das auch alles noch ein bisschen falsch ein, deswegen. 89 Schaden. Da wäre ich doch voll dafür. Hast du denn, du hast verbrennt, Stacheln, Beweglichkeit. Auf jeden Fall. Also ich kann jetzt so wie ich, oh gut, ich kann einmal Abwehr spielen. Wir spielen auf jeden Fall mächtiger Schlag. Und wir haben noch zwei. Dann spielen wir. Hier steht zwar 8, aber wenn wir mehr Stärke haben, dann macht die Karte auch mehr Schaden. Die Sache ist halt, wir haben schon ein bisschen Stärke, aber ich kann jetzt halt nicht erledigen. Ich spiele jetzt einmal vernichten. Und dann spiele ich zumindest einmal Abwehr. Weil ich würde doch gerne möglichst wenig Schaden nehmen. Damage. Gut. Fügt zu Beginn der Runde einen Schaden für jede Verbrennung zu. Danach um 50% reduziert. Fügt beim Zufügen von Schaden eine Verbrennungskarte zum Ablagestapel hinzu. Okay. Stacheln, ja, kennen wir schon. Und Schwäche. Schwäche ist schon mal super. Genauso will ich das nämlich haben. Stärke verdoppeln wäre jetzt auch schon. Ja, ich glaube, das wäre der richtige Zeitpunkt. Dann spielen wir jetzt Übersteuerung. Dann haben wir auch schon 38 Stärke. Ich kann jetzt sowieso nicht angreifen und nicht großartig was anderes machen. Aber wir könnten halt. Kann nicht abgelegt werden. Kann die denn abgeworfen werden? Weil ich denke mir jetzt so, ich spiele jetzt einmal Abwehr und einmal Vorsicht. 11 mal 3, das ist halt auch super doof. Ja, ich hätte die jetzt nicht nochmal so spielen sollen. Aber okay, das passt erstmal. So halbwegs. 224 Schaden. Genau sowas will ich sehen. Dann brauche ich auch nichts anderes mehr. Gut, und gleichzeitig können wir dann. Die Schwäche habe ich, wie schon gesagt, einfach mitgenommen, damit wir am Anfang den Schaden reduzieren können. Dann buffen wir uns erstmal mit Stärke, dann warten wir noch einen Moment, dann verdoppeln wir die Stärke und währenddessen mit Schwäche kriegen wir dann halt weniger Schaden, beziehungsweise können den ganzen Schaden blocken. Das ist im Prinzip der ganze Gedanke dahinter. Hinrichten, das ist natürlich auch schon okay, das ist schon eine Menge Schaden. Wir haben halt schon ein paar Karten, deswegen. Es sind halt echt schon ein paar Karten. Wir können jetzt auch nicht großartig Karten ziehen. Ich meine, habe ich nicht irgendwas mitgenommen? Hier jetzt hier beim Zeichnen eines Fluchs, beim Ziehen eines Fluches oder Statuskarte zwei Karten. Das ist das Einzige, womit wir Karten ziehen können. Und abhärten nochmal. Nee. Ärmeltrick, verbrennt. Hier eine zufällige Angriffskarte. Sie kostet 0 für diesen Zug. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich will noch mal ganz kurz gucken hier. Das Schwert. Ich finde das halt echt ein bisschen umständlich, dass ich. Wobei hier geht's, aber wenn ich hier so drauf gehe, dass man das nicht. Wobei, doch, das sieht man. Hier sieht man das. Da muss man ja nicht extra draufklicken. Aber es wäre halt schon cooler, wobei das geht auch. Ich muss da nicht mal draufklicken. Okay, mein Fehler. Ich habe nichts gesagt. Die Tränke
Ist halt die Frage, also ist erstmal okay, Rüstung ist auch okay, die Bombe ist auch nicht verkehrt, Heiltrank habe ich gerade überlegt, hätte ich halt auch ganz gerne. Und diesen Zufallstrank da, wovon wir nicht wissen, was der macht, den würde ich halt erstmal nicht mitnehmen, weil da stand, glaube ich, auch bei, dass wir niemals trinken, wenn du nur ein Leben hast. Also ein Leben oder ein Lebenspunkt. Aber ich glaube, der wird uns dann doch eher erledigen. Hinrichten wäre schon ganz cool, wenn ich weniger Karten hätte. Würde ich es mitnehmen. Ärmeltrick, nee, ich lasse das jetzt erstmal. Wir haben eigentlich nicht so viel Card Draw, deswegen. Vampirstiefel. Stellt beim Zufügen von Gesundheitsschaden 2 Gesundheit wieder her, wenn das Ziel weniger als die Hälfte seiner Gesundheit hat. Das Trinken von Blut ist optional. Ja, das sage ich mir auch immer. Giftige Rüstung. Erhöht die maximale HP um 10, verursacht 5 Stacheln. Wenn du Schaden erleidest, wird ein Gift zugefügt. Das wäre natürlich schon ganz cool. Also ich sehe da durchaus Potenzial, dass wir dann irgendwie, wenn wir eine Synergie mit Sift, mit Sift, genau, mit Gift hätten. Aber haben wir nicht. Beschreibung. Ein unbekannter Handwerker webte dieses Wunderwerk aus starken und elastischen Sprossen der giftigen Rebe. Danke für diese Information. Da haben wir schon wieder die Stiefel des Gleichgewichts. Die müssen wir uns jetzt nicht nochmal angucken. Ich würde jetzt nochmal schauen. Oder was mir vorhin auch schon so ein bisschen aufgefallen ist, es wäre halt schon sehr cool, wenn man hier direkt einen Vergleich hätte. Also wenn ich hier draufklicke und daneben taucht dann auf von denen, was wir direkt ausgerüstet haben. Weil so muss ich halt momentan, da ich die Dinger noch nicht so gut kenne, immer wieder zurück. Aber gerade auch wenn ich die gut kenne. Also mit den Set-Boni, wenn das dann noch oben drauf kommt, das dann alles immer so im Kopf zu haben, ich weiß ja nicht. So, was haben wir hier? Ausweichen. Ja, das ist halt schon super, aber das brauchen wir halt Set-Boni für. Aber so auch schon ein Ausweichen und Schutz. Und die, ja, das ist halt auch schon echt brauchbar. Vor allen Dingen alles, was Debuffs fernhält oder entfernt. Vor allen Dingen dann auch, wenn das mal einen höheren Schwierigkeitsgrad geht, in den höheren Schwierigkeitsgraden geht, ist das, könnt, wird das sehr wahrscheinlich schon ziemlich, ziemlich gut sein. Jetzt ist halt Stiefel der Schwäche. Also, ne, das wäre halt gut, ne? Wenn das Set-Items wären, aber das ist halt auch kein Set-Item. Das auch nicht. Ich würde halt, also wenn ich, ich würde es halt auch so machen, ne? Wenn ich wirklich nichts will von den Sachen erstmal, dann würde ich halt, glaube ich, schon in den meisten Fällen das mitnehmen, was ein Set-Boni gibt. Ich nehme jetzt einfach mal die Vampirstiefel mit. Ja, aber zwei. Ist halt die Frage, wie er das rechnet, ne? Also, wenn ich. Das müsste dann ja bei Mehrfachschaden auch mehrmals funktionieren. Und ich habe ja diese eine Karte, die dann pro gespielter Angriffskarte Schaden macht. Die ich jetzt halt nicht sehe, aber hey. Warum sehe ich die denn jetzt nicht? Bin ich blind? Okay. Oder werfe ich da gerade was durcheinander? Ich nehme jetzt einfach mal die Vampirstiefel mit. Ich kann ja noch die ganze Zeit hier rumquatschen. Noch eine Goblin-Bombe oder Elixier. Ja, das ist auch die Frage. Unermüdlichkeit. Karten auf der Hand kosten bis zum Ende des Kampfes 0. Das sind halt alles irgendwie brauchbare Sachen. Hat eine sofortige Wirkung und einen sehr angenehmen Nachgeschmack. Na, das ist ja toll. Ich glaube, ich nehme jetzt hier noch mal Heilung. Das ist, also damit kann man eigentlich nie was verkehrt machen. Ich hatte Angst, dass das Chaos, das überall um mich herum herrschte, auch die nördliche Pforte nicht unberührt gelassen hatte. Aber trotzdem hoffte ich, dass dort alles in Ordnung war. Es tut mir leid, dass ich dich nicht gewarnt habe. Ja, nie im Leben tut dir das leid. Wolltest du mir eine Überraschung bereiten? Ich seufzte erleichtert, als ich aus der Ferne sah, dass die Burg der nördlichen Pforte unversehrt war. Aber danach, statt vertrauter Häuser und Menschen, traf ich immer wieder auf Asche und Leichen. Das klingt jetzt nicht so, oder? Ganz normaler Tag in meiner Stadt.
Ich versuchte nicht herauszufinden, was passiert war, sondern betete nur zu den Göttern, dass Sigismund gesund und munter sein würde und eilte weiter zur Burg. Wir eilen. Und ich würde jetzt, ja, bei 152 könnte man schon sagen, man ruht sich mal aus. Kartenupgrade wäre halt auch noch so ein Ding. Und die quatschen noch nebenbei so ein bisschen über Weidenrindentee, der besonders gut ist gegen Fieber oder gegen Krankheiten generell. Wir ruhen uns aus. Ich würde eigentlich auch gern mal Karten entfernen, so langsam. Sind wir auch komplett wieder voll? Das lässt doch hoffen. Hier unten haben wir noch ein Lager voll. Es ist mir schon aufgefallen, also was ich bisher, das kann natürlich Zufall gewesen sein, aber bisher so kurz vorm Aktboss will ich das mal nennen, sind eigentlich immer schon so zwei Lagerfeuer. Also hier wäre wieder eins. Okay, dann hatte ich jetzt echt Glück, weil das habe ich nicht gesehen. Und die Karte sieht ja auch ganz nett aus, aber ich finde das ein bisschen schwierig, sich dann hier so zu orientieren. Aber gut. Dämonischer Schmied. Die königliche Schmiede war nicht leer. Ein dämonischer Schmied hatte sich darin niedergelassen. Ich war erstaunt, als ich ihn als den alten Hofschmied erkannte, obwohl von seinem alten Aussehen nicht mehr viel übrig war. Aber er schien sich zu freuen, mich zu treffen und bot mir sogar seine Dienste an. Etwas Besonderes schaffen. Ausrüstung umschmieden. Wir schaffen mal was Besonderes. Der Schmied kann etwas Besonderes für mich machen, wenn ich ihm einen legendären Gegenstand bringe. Okay, also kann er das jetzt nicht. Um etwas Besonderes zu erschaffen, müssen auch die Rohstoffe besonders sein. Nehmen, was ist das hier für ein Tun, als ob er könnte, aber dann kann er nicht. Nehmen wir zum Beispiel einen Golemkern. Ich kann daraus eine Rüstung für dich herstellen, die mit nichts vergleichbar ist, was ich je zuvor geschmiedet habe. In dieser Rüstung bist du völlig unbesiegbar. Ja, ja, immer diese leeren Versprechen. Das ist schon das Zweite. Aber nicht für immer, nur bis der Kern entladen ist. Ja, ja, das hat schon wieder gleich hier Nachteil. Nun, wo soll ich nach diesem Golem suchen? Versuche über unerforschte Wege zur nördlichen Pforte zu gelangen. Irgendwo dort finden wir die Antwort auf deine Frage. Aha, okay, der will mir jetzt also sagen, es ist durchaus sinnvoll, dann auch mal außenrum zu gehen und nicht den direkten Weg zu nehmen. Will er mir das damit sagen? Und wie funktioniert jetzt dieses Umschmieden? Verschenken. Verschenken. Okay. Ich verschenke mal die Fuchsmünze. Mütze, nicht Münze. Mein Gott. Und das hat mir jetzt was genau gebracht? Habe ich was verpasst? Vermutlich. Gut, dann haben wir hier noch ein Lagerfeuer. Dann brauchen wir uns jetzt hier nicht ausruhen. Dann können wir immerhin noch eine Karte aufwerten. Und wir gucken einfach mal. Oder trainieren. Ah, das sind immer diese Begrifflichkeiten. Teilweise nenne ich die Sachen dann auch wieder anders. Also von diesen ganzen Karten, also sowas wie Ausfallschritt würde ich halt nicht aufwerten, oder? Nee, das ist alles nicht so der Bringer. Und das hier ist halt mehr Block, erhöht Blocken von Wachen um 1. Ich würde ja eher sowas hier nehmen. Kostet dann nichts und gibt uns 10 Blocken, aber das wäre halt auch wieder so ein Kandidat. Spielt man dann halt am Ende, sonst wirft er irgendwas ab, was man noch spielen will. Was eigentlich klar sein sollte. Aber ich höre mich halt gerne reden. Und auch nicht. So. Oha. Ich könnte es jetzt schon wieder sagen, ich lasse es. Quelle der Lügen. Ich betrat den Thronsaal und starrte Sigismund an. Aha. Siehste, ich wusste es doch. Unfähig, meinen alten Freund in ihm zu erkennen. Ich bemerkte nicht einmal die dämonische Abscheulichkeit, die neben dem Thron stand. Ich öffnete meinen Mund, um etwas zu sagen, und brachte aber kein Wort heraus. Next.
Es ist nie zu spät. Gut, wir müssen jetzt mal gucken. Also die Frage, die allererste Frage ist natürlich, wen zuerst? 1100 Leben, 200 Rüstung, das ich ja jetzt erst, aber wir können Stärke kriegen. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht zu viel Schaden fangen. Also die Goblin-Bombe ist ja jetzt mal komplett... Also Elixier der Rüstung würde ich eigentlich schon nehmen, direkt. Und die unterhalten sich immer noch. Aber ich lese das nicht vor, wobei ich könnte es eigentlich doch vorlesen, weil vom Tempo geht das. Immer dieses Gequatsche. So, 25. Was machst du? Wir gucken mal. Ah, Stärke verleihen. Ja, nee, das ist eigentlich mein Ding. Ich nehme jetzt direkt hier schon Rüstungselixier. Die zwei Sachen. Die Bombe ist natürlich jetzt ein bisschen fehl am Platz. Da hätte ich doch eher einen Heiltrank nehmen sollen. So, wir können kampflos spielen. Rüstung können wir jetzt aber noch nicht spielen. Das ist aber auch erstmal noch nicht so wichtig. Und dann spielen wir... Also angreifen tun wir noch nicht, weil der Schaden irgendwie noch ein bisschen gering ist. Ich würde das gerne... Wobei, wir blocken das sowieso wieder, den ersten Angriff. Hätten wir auch angreifen können, aber das ist halt... Also der Schaden ist jetzt bei dem Leben auch nicht der Rede wert. Gut, das kann man natürlich genau passen, dass man die dann in der Runde rausnehmen kann. Aber hey. Okay. Da sind wir schon bei 59. Übersteuerung ist jetzt ein bisschen früh, würde ich sagen. So bei 20, 30 Stärke würde ich schon dann sagen, wir machen das dann. Okay, das ist jetzt alles ein bisschen blöd. Okay, ja, hebt den nächsten Debuff auf. Das ist immer super. Heilung minimal. Blocken können wir das jetzt auch komplett. Das heißt, ist jetzt echt die Frage. Hass verleiht am Ende der Runde Stärke, wenn die AP geringer sind als die des Feindes. Okay, das heißt also, ich werde dich einmal hiermit angreifen. Oder auch nicht, weil du hast Ausweichen. Aber wir machen ihm mal sein Ausweichen schon mal relativ zügig weg. Nee, dann haue ich den jetzt noch nicht runter. Dann warte ich jetzt doch noch ein bisschen. Und ich gucke mal, dass ich das vielleicht jetzt noch ganz gut blocken kann. Wenn die natürlich beide angreifen und mehr Stärke kriegen, beziehungsweise dann in einer Runde beide angreifen und dann mehr Stärke haben, dann könnte das echt ein bisschen schwierig werden. Anpassung spielen wir auf jeden Fall schon mal. Und... ja. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Ich kenne die halt noch nicht. Aber er verliert jetzt trotzdem schon Leben. Das ist, jetzt hat er auch schon 50 Block noch oben drauf bekommen. Wie ist das denn mit dem Brennen? Fügt Schaden zu. Also auch ist das... Reduziert das, geht das auf die Rüstung oder direkt aufs Leben? 50, genau sowas meinte ich. Das ist natürlich... So, wir spielen Abhärten. Wir spielen Groll auf jeden Fall. Ist jetzt auch schon sehr sinnvoll. Und hast du... Du hast keine Schwäche, ne? Du hast auch nichts dergleichen. Ich würde jetzt einfach nochmal hier gucken, dass wir... bisschen was wegblocken. Die Rüstung kriege ich halt nicht kaputt. Ich brauche halt echt mehr Stärke. Es geht auf die Rüstung. Okay. Das ist manchmal halt auch so ein bisschen die Frage. Ich könnte auch schauen, dass ich vielleicht die Bombe nehme, um halt die Rüstung so ein bisschen zu reduzieren. So, wir haben jetzt schon 25 Stärke. Also, die Frage ist halt, warte ich jetzt noch, bis ich das nochmal ziehe und dann noch mehr Stärke habe? Oder nehme ich das? Ich glaube, ich nehme es jetzt schon. So, dann nehmen wir das und hatte noch Ausweichen. Yay, dann haben wir einmal Abwehr.
dann wird das auf jeden Fall schon wehtun. Also der Plan ist jetzt eigentlich, ne? Ich sagte, wenn die beide angreifen, tut's weh. Und es hat jetzt weh getan. Also sollte ich mal schauen, dass ich den möglichst schnell erledige, weil der hat viel zu viel Leben. Ich bin aber eigentlich auch nicht so ein Fan davon, wenn Spiele so Zahlen sehr... Ich finde das schon ein bisschen inflationär, so große Zahlen zu nehmen für solche Spiele. Ich bin das auch absolut nicht gewohnt, weil in anderen Spielen sind es dann vielleicht mal 50... Okay, hier waren es auch schon mehr Schaden, aber wenn ein Gegner 50 oder 35 Schaden macht, dann ist das schon sehr viel in anderen Spielen. 304, das ist natürlich... Das haut gut rein. So, wir können dich halt mit den beiden... Ja, mächtiger Schlag hier. Ein Problem weniger. 16 mal 3 ist halt ein bisschen... Ich mach's erstmal so. Ich könnte halt jetzt auch schon... Ich nehme mal das für Immunität... Dann können wir zumindest einen Angriff davon abwehren. Nee, Moment. Okay, Moment. Das Spiel macht das anders. Wenn da irgendwie steht dreimal, weiß ich nicht, 24 Schaden, aber dann macht er dreimal 24 Schaden in einem ein und demselben Angriff. Ich hatte jetzt gedacht, Immunität sorgt dafür, dass einer von den dreien geblockt wird. Aber nee, das macht es ja noch besser. Und wir haben Übersteuerung wieder zurückbekommen. Hätte ich halt auch früher schon spielen können. So, Übersteuerung. Dann wird es langsam interessant, was so Schaden angeht. Und wir haben jetzt hier noch drei. Das heißt, wir greifen damit einmal an. Wir müssen eben erstmal hier die ganze Rüstung wegkloppen. Okay, damit hatte ich jetzt so nicht gerechnet. Ich glaube, der wird jetzt... Der könnte ein bisschen unangenehm werden. Verwirrung. Verbrennung ist unangenehm. Schwäche ist unangenehm. Oh nee, ordne die Kosten aller Karten auf der Hand zufällig an. 1 bis 3. Ja. Okay, Rüstung ist erstmal... Jetzt kostet Vorsicht mehr. Das ist ja... Das ist ja nicht so toll, aber hier der Großteil, ist halt die Frage, ne? Jetzt nochmal angreifen oder nochmal auf den dicken Angriff warten. Er hat halt eigentlich noch zu viel Leben, deswegen sage ich jetzt hier, wir machen das jetzt so, aber das wird dann schon echt ein bisschen knapp. Jetzt könnte man sagen, okay, ich habe mir zu lange Zeit gelassen. Und ich kann jetzt auch den Heiltrank nicht nehmen, ne? Oh Gott, auf 5 runter. Ja gut, das wird ein kurzes Vergnügen. 372 Schaden, aber wir machen nur die Hälfte. Das ist ja meine ganz miese Nummer. 7 mal 3, okay. Ja, toll. Ja, super. Wir haben halt... Verbrennung. Und Verbrennung ist jetzt ein Riesenproblem. Und dass die Abwehr hier auch noch kostet. Also wir könnten 18, 26, 31, das werden wir nicht mehr überleben. Aber ich haue jetzt nochmal drauf. Ich haue jetzt einfach nochmal drauf. Und ich nehme jetzt hier auch die Bombe. Ich hätte halt den Heiltrank ausrüsten müssen. Verdammt. Das ist ja sehr blöd. Gut, aber jetzt weiß ich immerhin Bescheid. Ja, das Verbrennen hat uns gekillt. Verdammt. Aber okay, erster Versuch. Da kommt auf jeden Fall noch mehr. Knapp 2 Stunden hat es gedauert. Am Anfang habe ich mich so ein bisschen schwer getan, auch mit den ganzen Dialogen, weil eigentlich bin ich von sowas... Ja, kann man sich mal... Also ich würde mir sowas eher als Let's Play anschauen, als sowas selbst zu lesen. Weil ich gucke dann mehr auf Gameplay und so. Aber das ist schon, ne? Und wenn man das einmal gelesen hat, dann kommt es halt immer wieder. Oder kommen mal andere Sachen und irgendwann weiß ich nicht mehr, was ich schon gelesen habe und was nicht. Aber egal. Und jetzt sind wir mehr oder weniger... Wir sind ja quasi... Wir sind nicht wirklich tot. Wir sind ja sowieso untot oder irgendwie sowas.
Du bist verständlicherweise verärgert darüber, dass du bei der Wiedergeburt wieder von vorne beginnen musst. Aber das stimmt nicht ganz. Natürlich verlierst du alle erworbenen Fähigkeiten und Ausrüstung. Doch es gibt noch etwas Wertvolleres: Wissen. Du lernst deinen Weg kennen, deine Möglichkeiten, was funktioniert und was nicht. Genau meine Rede. Mit der Zeit wirst du für den Erfolg geschliffen und das ist das Geniale an meinem Plan. Klasse Schwierigkeitsgrad ändern. Den eigenen Weg fortsetzen. Ja, wir können ja mal gucken. Wir können ja mal gucken. So, Percival. Es gibt insgesamt 4. Goldgräber. Bin vielseitig auf Stufe... Was ist denn jetzt genau Vielseitigkeit? Ritter, Goldgräber, Stufe 3, Veteran. Gut, ne? Wir können die Klasse nicht wechseln. Ich könnte jetzt sagen... Aber einfach nehme ich nicht. Nee. Percivals Kindheit war relativ schön, wenn auch nicht unbeschwert. Er wurde aus einer großen und armen Familie in den Palast des Herrn an der nördlichen Pforte gebracht und seitdem hat er nie wieder materielle Güter gebraucht. Er wurde in den besten Traditionen einer alten Adelsfamilie erzogen. Hartes Training und harte Prüfungen härteten seinen Körper und Geist. Okay, Gegenstandsklassen. Fesseln, Bärengeistrüstung, Zwergenstiefel. Wähle eine Aufwertung. Eine Aufwertung, okay. Dann geht das Spielchen wieder von vorne los. Es ist also so, als würde ich in die Zukunft blicken. Und wenn dir in der Zukunft etwas nicht gefällt, kannst du versuchen, es zu ändern. Was ich zum größten Teil nicht mag, ist, dass ich getötet werde. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Das ist genau das, was ich meinte, zum größten Teil. Und wie lange wird es dauern? Was willst du von mir? Es wird so lange dauern, bis ich entscheide, dass du genug hast. Amüsiere dich. Hast du damit ein Problem? Denkst du darüber nach, was du willst, Percival? Ja, töte Sigismund. Sigismund erwies sich als Hauptverursacher allen Unglücks. Um dieses Chaos zu beenden, musste er getötet werden? Er ist doch noch nicht tot. Egal, gut. Dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich habe auf jeden Fall nach wie vor Bock drauf. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich auf jeden Fall. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.